den Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Aha. Wer ist denn euer Captain? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ich muss mal ganz kurz pausieren, denn ihr wollt natürlich heute schon die erste Folge oder die erste richtige Folge rauskommt. Deswegen wartet ganz kurz. Eine Sekunde, ich hab's gleich. Ich lade ganz kurz das Video einfach hoch. Zum Dusty Room. Ja, das war die Folge. Die habe ich angeklickt aus Versehen. Das sollte natürlich nicht so sein. So, und diese Folge lade ich jetzt einfach hoch. Zack. Zack. Starfield 01. Zack, wird hochgeladen. So, ich weiß, das viele sehen das als unprofessionell, aber ich sehe das eigentlich als ganz normal. Ist halt so. Drücke Tab, um das Datenmenü zu öffnen. Ja. Ja, ja. Die Planetenansicht der Sternkarte enthält die Informationen über die Umgebung, lässt sich Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Dreh den Planeten bis das Kartensymbol Creed-Forschungsballon, wo sie es wähle, es dann nach außen, um dort zu landen. Ja, ist schon da. X. Ja, das mit dem Landen und Reisen und so, das ist noch. Ist ein bisschen komisch, aber passt. Ich folge Ihnen ab jetzt, Captain. Du folgst mir, ne? Kannst du auch Sachen tragen? Okay, erstmal gucken, was haben wir denn für Waffen? Also wir haben ja ganz viele Sachen. Wir haben den Cutter, wir haben die Rettungsaxt, wir haben ja einen Bonus auf physische Waffen. Die hat eine ganz schön hohe Feuerrate. 112 Schuss, hat aber weniger Damage als die hier. Kann man irgendwie zwei Waffen ausrüsten? Sortieren. Favorit. Okay, auf der 1. Dann legen wir das mal auf die 2. Und die legen wir auf die 1. Dann können wir wechseln zwischen den beiden. Und die legen wir dann auf die. Oh, dann legen wir die auf die. Ne, legen wir die auf die 2 und legen wir die Rettungsaxt auf die 3. So. Okay, Anzug. Haben wir den Tiefminenanzug und den Piratenangriffanzug? Der hat mehr Energie, mehr Thermal, mehr Korrosiv, weniger luftbasiert und weniger Strahlung. Kann man aber gut verkaufen, sehe ich gerade. Kriegt man 6000 für. Geil. Tunnelminen-Rucksack. Wir haben aber so einen lilanen gefunden. Der hält mehr physisch aus, aber ja. Der ist schon episch. Alter, wir haben einen episch. Wir haben schon einen epischen Rucksack direkt. Ah, der hat Effekte. O2 optimiert. 20% Sauerstoff. Ressourcensammler. Wiegen 25. Einfaches Boostpack. Alles klar. Wir haben ein Boostpack. Sehr gut. Direkt ein episches Item. Gar kein Problem. Don't use. So, Outfits haben wir hier. Ach du Scheiße. Okay. Nachtwäsche hat 15 SR. Als ob die Nachtwäsche so viel hat. Aktionen verbrauchen minus 5%. Aha. Was heißt denn EM? Aha. Ja. Ach, Outfit ist immer ein gesamtes, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier die Kopfbedeckung anziehe, passiert da gar nichts, oder? Ah, ne, ich kann einfach eine Kopfbedeckung anziehen. Chunks. Gar keine eigentlich haben. Das nichts bringt. Munition.
Alles klar. Hilfe. Okay, haben wir einiges. Notizen, ja. Neue Items. Okay. Cool. So, jetzt müsste ich mit 1, 2 und mit 3 wechseln können. Ja. Liegt die verlassene Forschungsanlage in dieser Richtung? Hallo. Ein Trilobit? Sind das nicht ausgestorbene Wesen von der Erde? Heißen die, hießen die nicht auch so? Hey! Okay. Ach so, dafür brauchen wir unseren Scanner, ne? Ja, okay, stimmt. Den musste man, den sollte man tatsächlich dann auch irgendwo. Wir haben 4 Stück von denen? Ach du Scheiße. B. Wo können wir den dann easy hinlegen? Scharfes S. Ja, why not, ne? Legen wir den auf scharfes S. Den brauchen wir nicht so oft wahrscheinlich. Sollte man wahrscheinlich mitnehmen, oder? Ist wahrscheinlich nicht so schlecht. Ist das ein Gegner? Vorsichtig, Captain. Ah, Kreaturen, Minerale und Pflanzen scannen. Mit dem Scannen wechseln deine Analysedaten des Planeten. Kannst du für Credits verkaufen? Oh. Mit dem Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Auswahlposten oder soziale Skills wie Diplomatie und Einschüchtern. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, okay, das ist alles kompliziert. Denn Kreaturen sind oft unberechenbar. Okay, F aus. Gib mir die Waffe. F an. Feind in unmittelbarer Nähe erfasst. Hallo! Ich wollte jetzt scannen! F. Des Feindes nach Wertvollem zu durchsuchen. Ja, ich wollte ihn scannen. Warum kann ich den nicht scannen? Ach, weil der das automatisch macht vielleicht. Die Frage ist, macht er das automatisch oder macht er das nicht automatisch? Weil ich kann jetzt mit E, ich kann hier nichts scannen. Ah, das kann ich jetzt scannen. Front hier kann ich nicht scannen, okay. Was? Ressourcen zeigen. Aha. Ah, ich kann trotzdem mit der Waffe spielen. Okay. Aha, okay. Silber hinzugefügt. Ja, das ist noch alles neu für mich. Ne? Du kannst halt überall hier rumlaufen. Das ist unfassbar. Oh, da hinten ist auch noch irgendwas. Das ist so crazy einfach. Hä? Oh. Achso, ich sollte Medipink verwenden, ne? Das kann ich nicht während dem Scanner. Mit dem Scanner habe ich automatisch den Cutter. Alles klar. Okay, das ist ja schon geil irgendwie. Ich will mich eigentlich schleichen, aber. Ich hole alles mit. Wir müssen ja auch leveln. Wechsel mal auf die hier.
Vielleicht gar nicht so schlecht hier. Hey, komm zurück! Der trifft die gar nicht. Warum muss ich da hinten hin? Ich dachte, ich muss in die Richtung. Ach, okay, man hat trotzdem unendlich Sauerstoff, nur gewisse Aktionen brauchen das halt. Zum Beispiel rennen. Alles klar, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, müssen wir alles noch lernen. Hey! Alter, war der riesig. Die können auch noch mutieren und mehr Leben haben. Alter, das ist geil. Ach, das ist jetzt mein Boost-Pack. Geil. Was bist du? Eisen. Ja, okay, wir sammeln jetzt nicht alle Ressourcen des Planeten. Ne? Also, achso, hier war die Station tatsächlich. Okay. Kreed-Forschungslabor. Ja, ich würde mich gerne anschleichen. Hey, was ist das? Muss ich die auch abbauen? Nein. Ah, Ernte. Aha, okay. Ja, verstehe. Ich bleibe mal bei der Pistole. Ich muss mal ganz kurz. Die alle unter demselben Banner fliegen. Sie sind oft skrupellos und brutal. Ah, ach, mit Steuerung. Ach, man muss sich... Ne, das müssen wir direkt umstellen. Steuerung. Und zwar... Tastenbelegung. Schleichen. Okay, man kann die nicht... Die ist nur mit Umschalten möglich. Okay. Schade. Hm? Okay, okay, okay. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Was ist denn das für eine Steuerungsliste? Was ist das? Alter, wie noch viel. Alter, die gucke ich mir nicht durch. Aber man muss umschalten zum Schleichen. Okay. Gut zu wissen. Weil das war vorher noch nicht klar für mich. Hey. Ist hier irgendwas, was ich mitholen kann? Oh Gott. Oh. Hier ist gar nichts. Okay, das geht mir am Sarg. Gibt's irgendwas, was auf C liegt? Weil ich mag's nicht, wenn Steuerung schleichen ist tatsächlich. Ich hab's lieber, wenn es C ist, wenn man es umschalten muss. C für Crouchen halt. Ja, da. Objekt reparieren. Aha. Ja, okay, dann muss ich mich daran gewöhnen. Das ist ja jetzt ein böser Stützpunkt, ne? Ich hole hier alles mit. Kurz, ja, geil. Vasco, Vasco! Danke. Ich hole alles mit. Wie machen wir Taschenlampe an? Nein, so nicht. F1. Nee, eigentlich war es F. Ach, F gedrückt halten. Alles.
Sie haben zu viel mitgenommen und sich überladen. Echt? Aber das hält mich nicht davon ab, noch mehr mitzunehmen. Aber ich bin doch voll schnell. Ich bin voll schnell noch. Aber ich verbrauche, Sauerstoff, wenn ich jetzt laufe. Aber okay, damit kann ich noch leben. Aber wenn man sich so bewegen kann, ist das eigentlich voll geil. Ich hätte gern mehr Licht tatsächlich. Ja, die Sukkulente nehme ich auch noch mit. Medkit. Okay. Schlechte Witze. Warum ging das Huhn über die Straße? Was ist ein Huhn? Klopf, klopf, wer ist da? Planet, ihr eine Party, eure Hoheit? Sagt ein Ekliptik-Söldner zu einer Frau. Ich wurde angeheuert, um dich zu töten und ich erledige immer meine Jobs. Sagt die Frau, können wir nicht darüber reden, mein Sohn? Wie spannt man einen Idioten auf die Folter? Wie kriegt man einen Freestar Collective Hinterwäldler vom Baum? Man winkt. Schlechte Leute, schlechte Witze, Band 2 von ist der Nachfolger des Originals. Ich. Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Es war eine Anlage? Das heißt, du weißt es nicht. Ich weiß noch nicht, was man hier so alles mitnehmen kann. Das müssen wir jetzt natürlich alles mal identifizieren. Ich nehme mal alles halt mit und wir gucken danach, okay, was kann man mitnehmen? Was lohnt es sich mitzunehmen? Ja, und dann muss ich auch nicht jeden Raum komplett durchgucken hier. Es gibt halt so ein paar Sachen, die sind halt geil zum Mitnehmen, weil die halt wertvoll sind, ne? Wir müssen ja auch, wir haben ja unser Traumhaus. Müssen das ja auch irgendwie bezahlen. Und da ist eine geile Box. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Ich weiß nicht, Bücher werde ich, ich werde nicht die Bücher lesen, ja? Also das können wir irgendwann vielleicht mal machen, ne, wenn ihr Lust drauf habt. Aber das ist immer so krank, wenn man alle Bücher in einem Spiel lesen muss. Vor allem von Bethesda. Weil die Entwickler einfach nur komplett verrückt sind. Die haben da so viele Stories hinter. Das ist unfassbar. Und der ist 320 wert. Was passiert eigentlich, wenn man keinen Sauerstoff hat? Stirbt man dann einfach oder kriegt man dann Lebensdamage oder? Wie gesagt, wir holen alles mal mit. Was kann ich hier machen? DTE. Oh, das ist eine Datenbank, ne? Vertex, Coptic, Index, Mission, Refract, Cam, Main, Group, weil ich würde gerne die ganzen Knöpfe einfach drücken. Ist ja eh keiner hier. Ich kann mich setzen. Das ist wichtig. Hey, was ist das da? Hey, was ist das? Sieht voll komisch aus. Okay. Hier geht's auch nirgendwo weiter. Wie gesagt, ne, wir gucken jetzt erstmal. Da hinten waren wir. Ja. Hi. Das ist ja gar nicht so groß. Wir holen erstmal alles mit und dann gucken wir uns gleich die ganzen Sachen. Die Lampe so nichts sagen irgendwie, ne? Ich hätte irgendwie gern heller.
Credits hinzugefügt. Geil. Ich kann Sachen tragen. Mit E gedrückt halten. Ah. Oh, hier ist ein Rombo-Bodenstaubsauger. Es wäre empfehlenswert, ein paar Dinge zurückzulassen. Hä? Was ich gut finde, das haben sie nämlich für mich bei Fallout 4 verkackt, ist, dass du die Dinger aufmachen musst. Ja, du kannst... Du musst die Dinger aufmachen. Obwohl, nee. Früher war es ja so, dass du ein Menü geöffnet hast, die Sachen da rausgeholt hast. Das fand ich eigentlich besser. Oder, ne, du öffnest das Ding. Oh, der ist 300. Okay, so, wir haben jetzt ziemlich viel Inventar. Ja, 167 geht ja noch, ne? Also, Waffen behalten wir erstmal grundsätzlich alle, weil die relativ viel wert sind. Ja, guck mal, hier 1200. Ne, die sind alle schon relativ viel wert. Okay, der ist jetzt eigentlich nicht so viel wert. Vor allem, der wiegt halt auch 4, ne? Kann man davon welche fallen lassen? Ablegen. So, jetzt haben wir 3 abgelegt. Die sind jetzt so viel wert. 4 für... Ne, kann man mal sich überlegen. 4 für 100. Ihr Gewicht für 100 ist jetzt nicht das Beste, so wie ich das sehe. Anzüge ist auf jeden Fall worthy. 6000, ja. Auch der hier, ja... 6 für 800 ist jetzt auch nicht gerade das Beste. Der kaputte Helm ist, ja, kann man machen. Die Outfits liegen bestimmt, oder? Nee, die gehen tatsächlich noch. Aber 1,20 Gewicht für 132 Wert ist eigentlich auch Schmutz. Ne? Also ich muss hier echt noch differenzieren. Okay, was ist worthy? Was kann weg? Medipacks. Das ist einfach alles Essen. Ressourcen. So. Okay, die wiegen natürlich auch viel Scheiße. Eieiei. Was ist das denn? Hey, wie geil. Isozentrierter Magnet. Hey, wie gut sieht das denn aus? Das soll eine Kaffeepackung sein. Ein goldener Kaffee oder was? Ach, deswegen wiegt der auch 165. Deswegen ist er auch 65 wert. Ja, hier sind schon einige Sachen, die sehr wertvoll sind. Sonstiges. Das zählt so Sonstiges, alles klar. Okay. Das ist nicht viel wert. Das ist ein Gewicht für 80 quasi. Das kann man ablegen. Gut, Briefablage. Broschüren ist auch Schmutz. Das ist auch Schmutz, diese Krimzange. Der Dart-Pfeil ist jetzt nicht unbedingt was wert. Interessiert mich nicht. Das ist... Wiegt 0, kann man immer mitnehmen. Eine Drahtspule wiegt 0,2. Braucht man anscheinend nicht. Ehrzeitiger. Wow. 0,2 für 600. Richtig gut. 1,240, okay. Da steht sogar ein Ausrufezeichen dran. Ein Feuerlöscher. Eine Flasche, die braucht man tatsächlich. Flasche mit Genprobe. Das ist tatsächlich 1... Ein Gewicht für 350 wert ist relativ gut. Die Fläschchen braucht man. Der ist jetzt nicht so worthy. Der ist okay auch. Goldene Pyramide. Jo. Geht so gerade noch. Ein Gewicht für 35. Das ist Schmutz. Der Hammer ist wiederum anders. Hausschuhe. Auch wieder wertvoll. Der ist wieder nicht wertvoll. Kaffeetassen. 2,5 Gewicht für 550 ist eigentlich gut. Kartendeck. Auch okay. Klebeband. Kann man auch noch machen. Obwohl, ist eigentlich tatsächlich relativ schwer. Das ist gar nicht. Kästchen mit Erde. Oh, Soil Home Case. Oh. Cool. Ihre Chunks, Leiter, Maßband. Das Ding ist nicht so worthy. Okay, Messzylinder, keine Ahnung. Mikroskop ist ja mega scheiße.
Molekülextraktor, Notizblock. Oh, kann man mitnehmen, ist jetzt nicht das Beste, aber hey. Notizbücher sind jetzt alle nicht so ultra viel wert, aber OP-Schale. Steht halt überall dabei, dass man die brauchen soll, aber ich weiß nicht wofür. Also, was bringt mir das? Pflanzen kann man glaube ich hier lassen. Alles gut. Und dann weiß man mal so, okay, cool, der Schlagbohrer. Weißt du, der ist halt nicht worthy. 1,3 für 90. Warum brauche ich den denn hier? Hä? Untersuchen. Warum kann ich den untersuchen? Okay. Schleifer. Aber den brauche ich wieder für irgendwas. Schraubenschlüssel brauche ich nicht. Schreibtischglobus. Boah, der geht noch so gerade klar, ne? Aber auch schon so viel. Seifenspender. Wie gesagt, wir müssen einmal da durch. Da brauche ich auch anscheinend. Mal Karten. Wiegt alles nix. Hier, die brauche ich wieder. Ey, das ist komisch. Attacker, ist der worth? Nein. Attacker ist nicht worth. So, wir sind genau auf 135 gekommen. Passt doch. Ach, du Scheiße. Gut. Wir sollten nicht allen Scheiß mitnehmen. Hallo? Ich kann mir jetzt auch nicht jedes Mal das Ding hier anschauen. Okay, und das nehme ich dann einfach mit. Also, da habe ich auch keinen Bock drauf. Vor allem, wenn es hier so dunkel ist. Weißt du, was ich meine? Hä? Oh. Tja. Das war's wieder mit Starfield. Bin ich der Einzige, der die Probleme hat? Dass das immer abschmiert? Also, bugfrei ist was anderes. Tja. Ich kann nur den laden. Das heißt, wir können das alles neu machen. Hey, nice. Ach, Spiel, das machst du echt nicht gut. Ja, geil, ich kann alles neu machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich werde bis zu dem Punkt spielen, wo wir dran waren. Aber bisher fuckt mich das Spiel gerade nur ab. Aber nicht von den Graphics her, nicht von den Spielmechaniken her, sondern einfach nur, dass es die ganze Zeit abstürzt. Wirklich, das ist jetzt der 5. Spielabsturz. Innerhalb von 1,5 Stunden. Das muss man sich mal vorstellen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.